Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollegen und Kolleginnen! Es ist der Wunsch nach sozialen Standards, nach Ökologie, ist mehr als verständlich. Und wir haben uns in der Agenda 2030 ja auch verpflichtet, dass Deutschland diesen Weg mitgeht. Aber es ist die Verhältnismäßigkeit auch zu wahren, mit welchen Mitteln erreiche ich eigentlich was? Und hier geht es um die Verhältnismäßigkeit, wie viele Vorschriften brauche ich und was erreiche ich eigentlich damit? Der Bund gibt etwa 350 Bundesrepublik werden ungefähr 350 Milliarden öffentliche Beschaffungen getätigt. Der größte Block fällt beim Bund bei der Bundeswehr an, also im Verteidigungsressort. Und dort geht bei der Beschaffung ja, wie Sie wissen, eigentlich nichts mehr. Und das liegt nicht nur an den fehlenden Personen, sondern liegt einfach auch den unzähligen zahlreichen Vorschriften, die Sie machen. Das ist ein Geflecht von Vorschriften, wo sich keiner der Beschaffer mehr sicher sein kann, dass er es eigentlich noch richtig macht. Und dann macht er lieber nichts, als dass er was falsch macht. Gehen wir rüber zu den Kommunen. Dort ist der größte Block der Beschaffungen. Und ich war selber 10 Jahre Bürgermeister, deshalb weiß ich, von was ich rede. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das kommunale Tariftreue- und Vergabegesetz gehabt. Und durch diese Einführung dieser Bürokratie sind alle Beschaffungen auf einen Schlag 13% teurer geworden. Also 13% mehr Steuergeld. Und das Schlimmste eigentlich daran war, dass der Kreis der Bieter, die sich überhaupt in den Konkurrenzkampf begeben, deutlich vermindert hat. Weil nämlich keiner der Bieter wirklich Interesse hat, eine 200-seitige Vorschrift auszufüllen oder ein Angebot auszufüllen, was über 100 Seiten hat. Das kann man denen einfach auch nicht zumuten. Und deshalb hat der Städtetag und der Gemeindetag schon immer gefordert, endlich die Vorschriften herunterzufahren, damit es wieder möglich wird, auch mehr Bieter zu bekommen. Sie machen damit auch ein Stück kommunale Selbstverwaltung kaputt, weil eine kleine Gemeinde niemals diesen hohen Anforderungen, den überzogenen Standards wirklich folgen kann. Wie soll ein Bürgermeister garantieren für eine CO2-freie Anlieferung? Das geht nicht. Das ist einfach Unsinn. Das kann man so nicht machen, kann man so nicht stehen lassen, sondern geben Sie etwas Vertrauen in die Beschaffer bei den Kommunen statt Vorschriften. Vertrauen ist der Bund. Und die Leute, die die Beschaffung bei den Kommunen machen, das sind keine anderen Leute wie Sie hier. Die haben keine niedrigere Ethik wie hier die Menschen im Raum. Geben Sie den Kommunen die Hilfe, die sie brauchen. Machen Sie schwarze Listen von den Unternehmen, von denen man nichts mehr beziehen soll. Damit wäre Ihnen geholfen. Ein gutes Beispiel gibt das Bundesministerium der Finanzen. Dort gibt es schwarze Listen über Länder, die bei Geldwäsche dabei sind, etc. Da gibt es so schwarze Listen. Und sowas brauchen wir einfach auch für die Kommunen, damit sie sich wirklich auch selbst helfen können. Und das zweite Ziel, was wir brauchen, und das dürfen wir einfach nicht aus dem Auge verlieren, verantwortlich für die Standards bei Menschenrechten, Ökologie, Arbeitsrecht sind die jeweiligen Nationalstaaten. Und aus dieser Verantwortung dürfen wir diese Nationalstaaten nicht entlassen, sondern müssen durch multilateralen Druck dafür sorgen, dass diese Standards auch in diesen Ländern kommen. Und da brauchen wir weit mehr Aktivität bei der Diplomatie, hier auch in diesem Haus. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Michael Brandt.